So, bin ich wieder. So, weiter geht es. Hey. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, in den 90ern war es ein großes Problem mit Weihnachtsbäumen und Kerzen. Hallihallo. Ja, hallöchen, hier ist Bionado. Ja, ich habe meinen Namen jetzt in den letzten paar Minuten so ungefähr 20 Mal gehört. Willst du mir irgendwas damit sagen? Ja, da ich dich ganz doll lieb habe. Echt? Das haben wir jetzt auf Aufnahme. Oh. So, na, auf jeden Fall war es so gewesen, da hat es öfter mal gebrannt, weil die Kunst Bäume, die hat man nur angeschaut und dann sind die in Flammen aufgegangen. Ja, und die echten Bäume, die brennen genauso gut. Bei den echten Bäumen haben die Tannen erstmal lange geglüht, da hat man es gerochen, wenn man nicht drauf geachtet hat, hat der Baumstamm gebrannt. Aber ja. nicht immer. Manche Harze brennen sehr, sehr toll. Na, auf jeden Fall war es so gewesen, sah das ungefähr so aus wie hier. Ich hatte zum Glück noch nie so ein Pech gehabt. Wir hatten einen Weihnachtsbaum gehabt. Den hatten meine Eltern 10 Jahre lang benutzt. Und der lief auch. Also der sah, gut, nach 10 Jahren sah er nicht mehr taufrisch aus. Was? Der Tannenbaum? Und da wurde er dann mal ausgetauscht nach dem Umzug. Habt ihr den immer gut angebunden? Aber wir haben immer Lichterketten benutzt. Na, ich bin doof. Manchmal muss man die Lichterketten auch immer austauschen, aus dem ganz normalen Grund. Ja, wie soll ich das so schön umschreiben? Na, wenn eine Glühbirne kaputt war, ging die ganze Sache nicht mehr und dann fing man an zu suchen. Und manche Leute hatten da einfach keine Geduld für. Die meisten waren in Reihenschaltung und nicht in Parallelschaltung. Das sind heißt, die sogar immer in Reihenschaltung? Nee, es gibt auch Parallelschaltung. Echt jetzt? Ja. Aber gab es, glaube ich, früher noch nicht. Ich glaube, früher gab es das noch nicht. Nee, auf so eine Idee musste erstmal kommen. Weil die wollten ja ihre Glühbirnen verkaufen, also die hatten ja eigentlich nicht groß Interesse daran. Ja, die teuren Lichterketten, die waren mit Parallelschaltung. Und die normalen, die waren ja mit Reihenschaltung. Wenn da mal eine Glühbirne kaputt gegangen ist, dann heißt es, dann kann man sich das, kann man sich so ein Kinderbild raussuchen, wo drauf steht, finde den Fehler. Ja, ihr müsst euch vorstellen, so eine Kette ist dann vielleicht mal 5, 6 Meter lang und da sind dann alle 20 Zentimeter, oder alle, vielleicht auch nur alle 10 Zentimeter ist ja diese Glühlampe und dann sitzen da 3 Leute dran und probieren einzeln aus, ob es einen Unterschied macht, eine bestimmte Glühlampe auszutauschen oder die zu drehen. Und so ein Tannenbaum hat schon 40 bis 60 Glühbirnen. Also das war schon ordentlich Arbeit. Also so ein normal großer Tannenbaum für eine damals normal große Wohnung. Heute ist es heute wären die damals normal großen Wohnungen Monsterwohnungen. Heute sind die normal großen Wohnungen von damals wären das Keller gewesen. So ändert sich auch die Zeit. Ich bin zum Beispiel in einer 90 Quadratmeter Wohnung groß geworden. Das fand ich toll. Jetzt sind wir in einer 65 Quadratmeter Wohnung. Gut, wir haben jahrelang in einer 40 Quadratmeter Wohnung gewohnt. Jahrelang, ja, über 10 Jahre sogar. Jahrelang, über 10 Jahre und das ist schon krass. Uns hat das irgendwann schon nicht mehr gestört, weil wir haben uns dran gewöhnt, aber jetzt, wo das Kind da kommt, dann ist das natürlich noch eine andere Sache. Nee, also zu dritt bei aller Liebe, das war schon zu zweit manchmal sehr, sehr, sehr eng. Vor allem, wenn man schlafen wollte und die andere wollte noch wach bleiben oder umgedreht. Aber stellt euch vor, ihr seid frisch verliebt und mit eurem Schatzi für sehr, sehr lange Zeit in einem sehr, sehr kleinen Wohnwagen. Das ist auch teilweise schön, weil es irgendwie so gemütlich ist und kuschelig und man hat nicht so viel Scheiß. Man kann wenn nicht abhauen. Ich jetzt mal in der Wohnung rumgucke. Mein Schatz fängt an, Gewürze zu sammeln. Mein Schatz dekoriert hier wie blöde. Wir haben hier 10 Millionen Bücher, in die wir noch nicht einmal reingeguckt haben. Seit das sind deine Bücher, nicht meine Bücher. Nein, neben dir ist eine ganze Comicsammlung zum Beispiel. Wir haben lauter Lexika, die wir höchstens brauchen, wenn das Kind irgendwann mal in die Schule geht. Also eigentlich, ja, haben wir wirklich, wirklich noch mindestens 3 Umzugskartons voller Sachen, die wir nicht brauchen. Wir haben auch plötzlich...
Ich weiß ja nicht, wo das herkommt. Wir haben mehr Geschirr, wir haben irgendwelche Biergläser, wir haben irgendwelche Bretter, die wir nicht benutzen. Also im Grunde... Ich habe das Schuhregal auseinandergebaut. Im Grunde sind wir umgezogen, haben uns vergrößert und haben weniger Platz als vorher, weil mein Schatz sehr viele Sachen mehr hat plötzlich als vorher. Die waren alle im Keller und ich wünschte, wir hätten wieder einen Keller, um den Scheiß wieder wegzubringen. Nee, also irgendwann müssen wir uns hier nochmal hinsetzen und mal so eine Handvoll Gegenstände wieder aussortieren, die wir schon ewig nicht mehr benutzt haben. Also, ja. Wir haben zum Beispiel jetzt zweimal die Siedler von Catan. Ja, zwei verschiedene Ausführungen. Ja. Einmal die klassischen. Einmal das gekaufte, was etwas neuer ist. Und einmal diese ganz klassische uralte. Wir haben auch Spielesammlungen, die wir nicht benutzen. Also ganz im Ernst, wenn wir die dieses Jahr nicht mehr benutzen, dann werde ich die nächste da zum Teil spielen. Du, Spielesammlung, ehrlich gesagt, wenn die Kinder da sind, Mensch, ärgere dich nicht und so weiter. Ich bin froh, dass wir es da haben. Ja, aber zum Beispiel das... Nur weil du es nicht nutzt, heißt es noch lange nicht. Das verrückte Labyrinth mit dem Drachen, ja? Ich hätte da lieber die klassische Kinderversion. Weil das mit dem Drachen ist irgendwie zu schräg. Ja. Oh. Hier unten ist ein Loch. Das habe ich auch nicht reingemacht. Wenn jetzt... Was ich hier mache ist... Das soll doch der Platz sein für die Autos. Und wenn ich hier mal rein zurückfahre, also, Dankeschön, habe ich ein Problem. Wenn du zurückfährst, dann machst du komische Geräusche, wolltest du sagen? Nein, wenn du mich ausreden lassen würdest, könnte ich das sagen. Fahre ich nicht gleich in den See, sondern fahre einmal nur gegen eine Mauer. Autos bleiben ja eh high, wie bei GTA. Müsste ich mal wieder spielen. Dann könnte ich mich mal wieder so richtig austoben. Du, unser Kater ist heute auf Stress aus. Wieso, der liegt doch da am Pennt. Erst warst du auf deinem Stuhl, dann war der 3 Sekunden später drauf. Jetzt hat Amy auf der Couch geschlafen, auf meinem Pullover, jetzt hat er sich da eingekuschelt. Jetzt kommt sie zurück, sie war kurz auf Toilette und sieht, dass er jetzt da liegt, in ihrer angewärmten Schlafhöhle. Kalle, du hast heute wirklich den Hintern offen, du kriegst nochmal in den Arsch. So. Ja, mich hat er ja heute auch angeknabbert, weil ihm das nicht gepasst hat. Das hat er schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, unser Kater hat heute kleine Probleme. Oh, also ich habe so eine Theorie, warum der stinkig ist, ja? Soll ich dir jetzt sagen? Ja, erzähl. Ich habe ihn heute wieder auf Diät gesetzt. Unsere arme Katze hat einen riesen Teller voll Markenfutter. Aber es war nicht das leckere Trockenfutter, es war Nassfutter. Das war nicht das leckere, billige Trockenfutter. Das hat zu viel Wasser, ja. Sie haut darin, als gäbe es nichts Besseres und er so... Miau, wo ist denn das richtige Essen? Miau. Nick, halt den Kater vor den Fressnapf. Also Diät sieht bei mir so aus, er kriegt Futter, was er nicht so mega toll mag. Davon isst er weniger. Und außerdem hat das Futter weniger Kalorien. Ich musste den 3-mal zum Futternapf schieben, bis der kapiert hat. Er kriegt nichts anderes. So, und danach war er stinkig. Und als ich mit ihm kuscheln wollte, hat er mir das auch gezeigt. Ich hab ihn umarmt, wie immer, sonst schmusst er sich an mich ran. Ja, heute hat er mich weggeschoben und hat seinen Eckzahn dabei benutzt. Er hat einen schönen Kratzer am Arm. Und seitdem ist er auf Krawall aus. Vorhin... Jetzt ist ja wieder Armbrot, da kriegen die auch nochmal Essen. Vorhin hat er eine kleine Schale mit seinem Lieblingsessen bekommen. Aber jetzt geht er der Katze auf den Keks. Jetzt macht er bei jeder weiter. Und unsere Katze hat im Moment auch einen Hintern offen, so ein bisschen. Die ist ja verschmust und verkuschelt und benimmt sich. Aber die schläft jetzt immer entweder im Kinderwagen oder in der Kinderwiege. Also an den zwei Orten... Oder auf dem Wickeltisch. An den 3 Orten, wo sie nicht hin sollen. Und ich weiß nicht, wie ich denen das sagen soll. Ich kann ja schlecht... Keine Ahnung. Rattengift reinlegen. Ah nee, es sind unsere Katzen. Ich kann ja keinen Stacheldrahtzaun drum ziehen oder so.
Aber die müssen das irgendwie kapieren, dass das für sie nicht Schlafplatz ist. Na, spätestens wenn das Baby drin ist, ist da, sehen sie das ja. Jetzt habe ich in dem Kinderwagen einen Einkaufskorb, dass sie da nicht rinklettern kann. In der einen Wiege halt einen Riesenball. Und in der anderen Wiege ist ein Riesenkissen, dass die da keine Lust haben, weil sie nicht richtig rinpassen.